Weiterhin an unserer Seite die Space Boys. Wir machen kurz was. Wie was? Überraschung, es ist Zeit. Ja, es ist Zeit. Jetzt. Bock zu tanzen? Beziehungsweise du musst. Ne? Warum keine fragen wir? Wahl. Wie, tanzen? Einmal schön bestimmt. Was tanzen? Ich fühle mich gerade wie eine Frau. Kommen Sie bitte zum Tanzen. Kamera. Ja, da ist die Kamera. Da ist die Kamera. So, das Licht muss umgestellt werden. Ah, ja, da. Was für ein Wall? Ja, against the wall. Ja, von mir aus, aber wie jetzt? Bisschen tanzen, wir bringen dir ein bisschen was bei, weil du chillst ein bisschen zu viel. Ey, ich bin auch ein Chillermeller, ey. Ja, aber wir brauchen ein bisschen Schweiß, weißt du, ein bisschen mehr Schweiß. Der Einzige, der schwitzt, bist du, der hat sogar eine Mütze auf dem Schwitzen. Ist kein Problem, kapier ich ist kein gar nicht. Problem. Ja, warum, warte mal, wie machen wir das? Was machen wir? Ich zeig dir ein paar Moves. Ja, da müssen wir die Musik abfeuern. Musik? Aha. Was zeigen wir dir denn genau? Der Song ist cool. Ich fang jetzt mal so an. Hey, das ist mit Hitch the Date Doctor. Weißt du? Okay. Hör zu weg. Boom, 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 boom. Na, bist du mal so? Ja, also, warte mal. So schnell geht das, oder? Mach mal so. Ja. So. Auseinander. Solche Beine mit dir. Und wieder zusammen. Yeah. Boom, genau. Ja, warte, das ist kommt. Yeah. Genau. Yeah, boom, boom. Yeah. Ah, okay. Ja, und dann? Oder wir können auch das hier machen. Ja, da passiert ja gar nichts. Muss ich das auch machen? Was ist denn das? Das ist Freeze? Okay, das kann länger dauern heute. Ja. So, ich hol mal Tee. Hm? Hallo. Okay. Ah, der passt der Rhythmus nicht. Es gibt in der Türkei. Hast du mal. Okay, könnt ihr den Hüftschwung aller türkisch? Na? Ja, bestimmt. Nee. Da musst du irgendjemand backen. Ja, Mann, war das Backe. Wir können auch Halai tanzen. Könnt ihr Halai? Pass auf, es ist ganz einfach. Back. Eins, zwei, drei, hupp und dann drei nach rechts. Guck mal. Eins, zwei, drei, links und rechts. Eins, zwei, drei und hoppa! Und dann nehmen wir die Hände und dann machen wir den hier, genau. Guck mal, ich bring meinen Leuten hier Halai bei. Ja, Bruder, hoppa! So, wenn ich jetzt die Frau dran und sage, richtig! Yeah. Ja, das ist einfach. So was nennt man dann so gedacht, Max. So gut, so gut, so gut, so gut. Genau. Ja, so, was gibt's noch? Ja, habt ihr auch so ein paar Tänze aus eurer Heimat? Jetzt sagt man, afrikanisch, komm. Aus Ghana, okay. Ja, okay. Dein Land. Okay, dein Land. Es fängt so an. Es fängt ganz schön an. Ne, es fängt ganz schön an. Okay. Dabei geht's mit den Schultern so. Ja, genau. Und dann noch so. Und du redest dabei. Du guckst in die Kamera. Ey, warte mal, kann man drei Sachen gleichzeitig machen? Ja, ich bin gar nicht so mutig. Genau, ja. Weißt du, dann geht's mit der Kamera. Ich hab mich heute Morgen rasiert, gepudert. Das ist cool. Zeig mir mal einen richtig coolen Move. Ihr macht ja mal dieser à la Michael Jackson, diese Breaks-Mix, weißt du? Das macht ihr gerne. Wie nennt man deinen Stil? Ah, das ist ein bisschen Ticking. Das Ding ist, wir sind ganz andere Tänzer wirklich. Könnt ihr mir das beibringen? Ich mag diesen Bewegung. Aber ich kann das nicht. Einfach nur Muskeln anspannen. Ja. Muskeln anspannen. Das geht. Boom. Und hier ist alles komplett angespannt. Und dann lässt es wieder los. Und dann spannst du wieder an. Ja, genau das. So, und das ist, jetzt würde ich sagen, das ist typisch Michael, oder? Michael hat damit angefangen. Oder? Mit. Viel, sehr viel. Ich habe das Gefühl, früher konnte ich auch noch den Moonwalk. Ich habe ja früher mal getan. Ich konnte immer die Drehung. Ach, ja, das ist den hier. Aber das konnte ich mal früher, aber es ist lange her, ich bin eingerostet. Nein. So, wer sind denn eure Tanzhelden so? Wo wirklich? Wo ihr sagt. Michael ist ganz oben. Ja. Dann gibt es noch so Underground-Leute, die man gar nicht kennt. Tie-Dye, das ist der Erfinder von Trump Dancing. Und Salah ist ein sehr krasser Tänzer auch. Popping und Lucking, alles mögliche. Weißt du, was ich auch noch? Es gibt so typische Tanzbewegungen aus den 90ern. Kennt ihr die noch? Boah, wir haben alles. Nee, meine Bewegung ist immer die hier. Ah, du weißt. Wieso hat man den immer früher gekannt? Den wollte ich jetzt gerade noch machen. Achso, aber wieso macht man den? Ich habe das nie verstanden. Hm. Man versteht es nicht. So, man versteht hat Smith auch wiedergebracht. Ne? Ja, hat ihn wieder. Wie war das? Hitch. Ja, das ist cool. Ja, also, Tanzkurs erledigt. Ab morgen. Unterrichtet ihr eigentlich auch? Ich schwitze gar nicht. Warum schwitzt du? Doch, ich schwitze. Achso, ich bin drinne. Ja, ich habe viel Puder. unterrichtet ihr auch?
Wir haben auch unterrichtet, momentan eher ein bisschen weniger Zeit dafür. Ja. Aber wir haben vorher einen Trockenlock Hamburg, das ist da den Heide, kennst du? Ja, also, okay, natürlich. Ja, den genau. Heide, hallo, von Heidestraße, war da auf der Schule. Sorry. Ich liebe da. Genau, dort halt. Ab und zu, wir sind auf jeden Fall noch da zum Trainieren, auf jeden Fall. Ja. Ab und zu geben wir auch noch Unterricht und genau, das ist so unser Tanzort. Okay. Also, man kann sich auf jeden Fall informieren. Vielleicht habt ihr demnächst mal ein bisschen wieder Zeit und könnt das ja hoffentlich umsetzen. Meine Damen und Herren, thespaceboys.com lautet auch die Website. Und die CD gibt es natürlich jetzt. Ja? Jetzt heißt, einfach mal auf Facebook verfolgen. Addet uns auf jeden Fall. Und dann könnt ihr eines dieser signierten CDs gewinnen. Ganz einfach, besucht uns auf unserer Facebook-Seite. Ja? Einfach mal auf Bedo. Offiziell oder auch gerne einfach Oriental Night adden oder auch gerne die Space Boys adden. Wie lautet eigentlich euer Facebook-Account-Name? Facebook.com/Spaceboysmusic. Spaceboys Music. Alles zusammengeschrieben? Alles. Ohne Minus? Ohne Minus. Ohne ja, Minus. Wie sollten das sagen? Weil manchmal läuft das ein bisschen daneben dann. Kommt hin und wieder vor. Ihr wart ja. Die Vorband von Wiz Khalifa vor kurzem. Ja. Das ist doch schon. Ich meine, ich glaube, da kann man echt stolz drauf sein, oder? Auf jeden Fall. Hallo? Das war auch verdammt kurzfristig. Das war so, dass wir haben beide noch nach zu Hause gechillt und dann kam ein Anruf. Ja, wir wussten natürlich, dass Wiz Khalifa an dem Tag halt vor Ort ist. Und dann kam auch ein Anruf so: Ja, ihr seid heute die Vorband für Wiz Khalifa. Also, okay, weil wir wussten halt wirklich, wie viele Leute dort sind. Ja, heute. Es hieß heute. Ja, also heute. Das waren. Wie viele Stunden waren das? Das waren fünf? Vier, fünf Stunden oder sowas, wusste mir vorher Bescheid, schnell gerannt und dann Backstage haben wir noch alles gesagt von wegen so, ja okay, welche Tracks benutzen wir und wo haben die schon noch vorbereitet, so. Das war ein mega Erlebnis, dieses Gefühl wirklich auf die Bühne zu gehen, da stehen die alle vor dir. Das und Ding dann, war ja ausverkauft, ne? Ja, voll bis... So. Voll. Und Stadtpark, voll. Tolles Wetter habt ihr erwischt, das weiß ich auch noch. Es hat überall geregnet, außer Stadtpark nicht, da schien die Sonne. Ausgerechnet in Hamburg hat es gerade da nicht geregnet. Was macht denn so den Reiz eigentlich einer Live-Performance aus? Einfach, ich glaube, die Menge, wenn die schreien, das ist einfach so, das Rausgehen und dann diese Energie, die du zurückbekommst von denen, so dieses, ja, das ist nice. Du denkst dir einfach nur, ja, Mann, das wollte ich schon immer. Okay. Das ist so der Reiz, so das Bock, oder nicht? Auf jeden Fall. Das ist doch der. Vor allem, wenn man halt wirklich von klein auf sich gewünscht hat, man guckt natürlich die ganzen Michael Jackson-Videos an damals und da siehst du auf seiner Tour, wie er vor, keine Ahnung, zigtausend Leuten performt, die Leute, fallen um und so weiter. Dann denkt man sich, okay, wie fühlt sich das an, wenn du wirklich auf der Bühne bist? Ja. Weil man kann sich halt vorstellen, wie es ist, wenn du den Leuten zuguckst. So. Und dann wirkt dann da, wie bei Wiz, wie gesagt, schon, wenn du halt wirklich auf der Bühne stehst und dann die Leute alle ihre Hände heben und boom, boom. Und dann denkst du, wow, krass, dann hast du noch mehr Energie, dann wirst du noch mehr und dann werden die Arme immer schneller. Und das ist echt ein geiles Gefühl, definitiv. Ich glaube, diese Energiegewinnung, das kann man nachvollziehen. Ich glaube, das ist ja wirklich ein Geben und Nehmen, definitiv. Wenn man auf der Bühne steht. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber wenn man die Zuschauer nicht mitreißen kann, dann wird es eh schon schwierig. Ja. Aber die Zuschauer müssen auch bereit sein, etwas zu geben. Genau. Sonst wird es sehr eng. Ist ja wirklich so. Also, ich glaube, dass man grundsätzlich als Musiker es immer nicht einfach hat. Es ist ja kein Automatismus, dass du auf die Bühne gehst und die Zuschauer sind gut drauf. Ja. Habt ihr sowas schon mal gehabt? Wo der Zuschauer oder Gast schon eher, ich schau mal, was sie machen. Ja, es kann immer mal passieren so. Aber ich sag mal so, es ist jetzt nicht oft passiert, aber es kam schon mal so vor. Aber uns ist das Lachs so. Wir denken so, ja, wir ziehen das trotzdem durch. Ja, müsst ihr durch. Ja, so ist es mal so. Wir gönnen uns einfach immer. Für uns ist es egal, wo wir sind. Wir haben immer Spaß auf der Bühne. So. Das Beste. Schade, dass die Zeit immer nur so schnell vergeht, wenn man auf der Bühne ist. Aber wir genießen echt jede Sekunde. Das Geilste ist auch wirklich, wenn man halt vor einem Publikum steht, was jetzt vielleicht nicht unbedingt Black Music hört und die dann wirklich auch das, okay, krass, das ist schon ziemlich geil. Und so, dann kommen die halt später zu dir und sagen so, ganz ehrlich, ich höre eigentlich nicht so eine Musik, so, aber das konnte ich mir gerade anhören. So, das ist halt eigentlich auch mit das schönste Gefühl, wenn du wirklich Leute auch zur Black Music umwandeln könntest. Das ist so. Wir hatten ja vorhin im Backstage ein bisschen das Gespräch zum Thema Black Music und dem Wandel der Musik. Ich meine, das ist auch ein Wandel der Zeit. Ja. Wie seht ihr heute Black Music? Gibt es eigentlich noch, man muss die Frage schon so stellen, gibt es noch die wahre Black-Schiene? Ich bin also sowieso, was in den Charts ist, also ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein, was gerade in den Charts ist, weil ich bin echt nur, ich hock immer nur an mein Lab und gebe mir nur den Underground-Stuff. Immer nur, das ist so mein Ding. Und aber so was jetzt richtig so mit
mit den ganzen Plattenfirmen da los ist und sowas. Ich habe echt keine Ahnung, wie es dazu kommen konnte. Keine Ahnung, ich weiß nicht, es war einfach da. Ich habe eine Zeit lang nicht Fernsehen geguckt, dann war es auf einmal da so. Und dann hatte jeder nur die gleiche Musik, jeder hat irgendwie nach ihm geklungen. Oder es kam einer raus, der wurde gehypt, war der nice, dann kam irgendwie sein Zwilling-Double raus. So. Und das kommt immer wieder und ich weiß nicht, warum das jetzt auch bei Black Music so ist. Es ist halt so, diese Gangsterzeit ist einfach vorbei, auch in Amerika jetzt. Es ist vorbei, es gibt keinen Gangster-Rapper mehr, der jetzt hier Gang von ihm, hier klick, klack, bumm. Gibt es nicht mehr wirklich. Es ist weg. Es ist drüben und jetzt schwappt das auch hier langsam rüber. Und was haben wir denn jetzt? Soft Pop Rap oder was? Ich weiß nicht, wir müssten einen neuen Namen dafür irgendwie finden. Also, ihr habt ja. Ihr singt ja auf Englisch. Ja? Genau. Okay, ihr rappt auf Englisch. Genau. Das Interessante ist aber, ihr habt so eine saubere Art und Weise zu reden. Da würde ich aber sagen, wieso singt ihr eigentlich auf Deutsch? Habt ihr das mal versucht? Guck mal, Deutsch-Hip-Hop finde ich grundsätzlich gut. Ja. Ich feiere das auch sehr gerne. Ja. Vor allem, weil es auch etwas ist, wo ich mal permanent alles verstehe, was er sagt. Okay? Bei den englischen Songs ist das so. Einigermaßen kann ich Englisch verstehen. Ja. Aber ich muss schon manchmal zurückspulen und nochmal, was hat er gesagt? So, und bei Deutsch ist es ja nicht so. Warum rappt ihr das denn? Rappt ihr nicht auf Deutsch? Naja, man muss ja bedenken, so, wenn du Musik machst, dann willst du halt wirklich zeigen, was in dir drin ist. Und wir sind beide wirklich mit amerikanischer Musik aufgewachsen, schon von klein auf, von Biggie bis Busta Rhymes bis Schieß mich tot. Und es ist wirklich, wir sind damit aufgewachsen und wir können uns dadurch am besten ausdrücken. Ja. Natürlich, Deutschrap kann man machen und das verstehen dann Leute, aber dadurch beschränken wir uns dann auch wieder. Wenn wir uns sagen, wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel, ja, wir sind jetzt gerade in Deutschland, deswegen müssen wir jetzt Deutschrap machen, damit die Leute uns verstehen. Vielleicht wollen wir noch andere Leute erreichen, die jetzt gerade nicht unbedingt Deutsch verstehen. Und ja, also wie gesagt, wir sind damit aufgewachsen, das ist unser Ding. Ich persönlich könnte mir jetzt nicht vorstellen, Deutsch zu rappen, aber ich kann mir durchaus Deutschrapper anhören.